Schinnersrot, Riachantai! Riachantaimaru! Ihr surft im Internet herum, als wäre es der Spielplatz aus eurer Kindheit! Völliger Quatsch! Völliger Scheiß! Denn jeder weiß, dass es nur beim Mama im Bauch am sichersten ist! Oder mit NordVPN! Wenigstens ein Anbieter, mit dem ihr im Internet alles machen könnt. Ohne Angst haben zu müssen, von irgendjemandem bis auf die Unterhose ausspioniert zu werden. Es sei denn, ihr steht auf Schmuddelbilder. Holt euch NordVPN für $2.99 im Monat und bekommt einen Monat davon geschenkt. NordVPN.com/Alex für mehr Sicherheit. Spannen und... pures Plastik. Bock. Land der nicht vorhandenen Träume. Fuck. Na ihr und willkommen zum wahrscheinlich größten und verficktesten China-Schrott-Scam, den es je gegeben hat, meinerseits. Wie ihr sehen könnt, vor mir liegt etwas Interessantes. Und zwar auf zwei Boxen aufgeteilt, mit einem Namen, den manchen vielleicht von euch geläufig sein könnte. Und zwar Yashica, eine Brand, die schon seit... ich glaube, über 70 Jahren im Kamerabusiness unterwegs ist und auch schon den ein oder anderen Schmankerl rausgebracht hat, wo man sich dachte, oh, oh, interessant, interessant für einen Laden, der aus Fernost kommt. Aber jetzt dachten sich die Kollegen, wir treiben es doch mal ein bisschen weiter und haben vor geraumer Zeit eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, haben tatsächlich auch jede Menge Kohle damit bekommen und etwas abgeliefert, das so abgrundtief scheiße ist, dass sich andauernd und mehr Leute darüber beschweren müssen, wie beschissen das Ganze geworden ist. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen und auch mit dabei sein, wenn ich mein Würstchen in die Senfdose der Scheiße dippe und euch erzähle und zeige, was für ein Müll teilweise auf Kickstarter- bzw. Crowdfunding-Plattformen an euch und in eure Briefkästen gestopft wird. Also, lehnt euch zurück und genießt diesen Haufen Scheiße, über den ich immer noch sauer bin. Das hier ist die Kickstarter-Kampagne. Digifilm Camera by Yashica. Man denkt sich, cool. Scroll, scroll, halleluja. 10 Millionen Hongkong-Dollar. Was ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Lass mal gucken. Das müssten... oh ja, 1,2 Millionen US-Dollar sein. Holy fuck. Jede Menge Kohle gab es dafür. Okay. Das muss eine tolle Kamera sein. Oh, und die sieht auch gut aus. Und oh, da gibt es noch so Filme dazu. Und oh mein Gott, ist die schön. Und die Fotos. Oma. Und die... oh, guck mal. Und so soll das aussehen. Und so. Und man kann die Filme wechseln. Oh, rosa. Oh, 14 Megapixel Viewfinder. Oh, guck mal alles, was da drin ist. Fuck. Sowas hier. Jeder gehört zu sehen. Und jetzt liegt es vor mir. Was haben wir denn da auf der Vorderseite? Johnny of this neuron. Hörers, genau nochmal. Klinken. Oh, oh. Dear Yashica-Fans, thanks for your blah. Okay, nochmal der gleiche Text wie auf dem Deckel. Oh, oh Gott, kommen wir gleich zu. Kommen wir auch gleich zu. Uff. Was haben wir noch? Ein bisschen Pappe aufmachen. Okay, das war's. Ein Mikro-USB-Kabel. Noch nie gesehen. Noch. Rückseite. Digifilm System. Oh. Ah, oh. Das könnte doch interessant werden für uns später, aber. Bedienungsanleitung. Ich finde schön, wie viel Fokus die auf den automatischen Fokus und auf die Autofilm ein. Das wahrscheinlich war das nicht für Kickstarter. Ist tatsächlich ein riesiger Pappkarton mit dem hier drin. Ah, schön. Da haben sich die extra Dollar so richtig gelohnt. Qualitativ würde ich diese Strapse, die Kamera auf jeden Fall nicht anvertrauen. Wobei, die Kamera ist mir egal, aber ich würde dieses Ding an keine andere Kamera ran schrauben. Ja. Okay, wir kommen nicht drum herum. Gucken wir uns dieses Ding jetzt mal an. Wie viel Geld habe ich dafür ausgegeben? 2559 Hongkong-Dollar. Oh, 326 US-Dollar habe ich für das Ding ausgegeben. Wie viel sind das denn in Euro? Dollar in Euro. Puh, dieses Paket hat mich 287,59 € gekostet. Also 300 Euro. Jetzt gucken wir mal, was da gekommen ist. Do you hear that? Do you hear that? Pure Plastic! Ach, gucken wir uns die Kamera mal im Detail an. Von vorne. Yashica, 2017. Mit unglaublich gut verarbeiteten Kanten. Die Optik. Komplett aus Plastik. Viewfinder. Das ist doch locker Kunstleder, oder? Optik ist fix. Keine Möglichkeit, an der Blende oder am Fokus was zu regeln. Auf der rechten Seite. Der Schieberegler, um die rückseitige Klappe zu öffnen. Die Öse für den Strap. Pure Plastic. Und nochmal eine kleine Lasche, um... Fuck!
Oh! So, eine kleine Lasche, um die SD-Karte einzuschieben und Zeit und Datum zu synchronisieren. Für was anderes ist dieser Anschluss nicht zu gebrauchen. Auf der rechten Seite das Scharnier bzw. noch eine Öse, um diesen verfickten Handstrap oder vielleicht sogar auch eine Nackenschlaufe anbringen zu können. Die Klappe, die den Film beherbergt und zwei Batterien braucht. Den Viewfinder. Und eine Status-LED, die folgendes tut. Red light indicates camera is ready for shooting. Take photo when red light is on. When photo is taken successfully, purple light is on with a shutter sound. Wow, deswegen heißt es integrierter Viewfinder. Billiger geht's nicht. Auf der Oberseite eine Fake-Schraube, um Film zu drehen, so wie das halt früher war. Belichtungskorrektur. Oh, ihr müsst das mal fühlen. It's so plasticky. Und es tut weh. Tut weh, weil klein, scharf und billige Plastiknupsis, die hier von Fingern gedreht werden müssen. Und der Power-Button, beziehungsweise der auch. Erscheint hier von dieser richtig teuren Kamera ein Fake gekauft zu haben, was scheinbar Schrott ist. Auslöser. So funktioniert er nicht. Aber wenn ich so mache, dann schon. Was ein Erlebnis. Pures Plastik. Pures Plastik. Gönnen wir uns den Spaß und ziehen wir uns und ziehen wir uns. Ah, das war, wieso? Kann mir einer erklären, warum dieser Teil, dieser verfickte Teil mit einer Folie bezogen sein muss? Warum denn nicht das Ding? Das ist doch viel wichtiger als das. Okay, jetzt wird dieser Zettel interessant, beziehungsweise das hier. Denn das sind die sogenannten Filme, die mit dazukommen. Die Idee dahinter ist ja eigentlich gar nicht doof. Denn wir kennen Filme aus so klassischen Kameras, aus Analogkameras. Deswegen heißt es ja auch analoger Film. Und die Geschichte dazu könnt ihr vielleicht mal in meinem Buch nachlesen, das schon hieß. Ja, So, nice. Die Idee finde ich schon ganz sexy. Das in so eine Art Analoges ins digitale Zeitalter zu schieben, finde ich als Idee schon schön. Analog, digital. Aber ihr werdet sehen, dass es hier ganz gewaltig an der Umsetzung arbeitet. Präsentiert wird Terrain. Dieses Film, schwarz-weiß Quadrat. Zwei gleiche Batterien nehmen, aber habe ich momentan nicht. Wir benutzen noch Batterien. So. Und fangen an mit, machen wir mal ganz normale Fotos. Mit dem Digifilm 200. Was? Das? Au! Das ist fest? Okay. Achso, Speicherkarte. Ach, irgendwas Billiges, damit ich meine Daten ausspionieren können? Ach, Hammer. Gott, fuck. Okay, da. Ah, toll. Dann machen wir das Ding mal an. Purple. Red. Es kann losgehen. Spannen. Und? Lol. Hört mal, das ist der Shutter-Sound. Achtung. Geht los. Wieso Telefon? Also man hört ihn fast nicht, aber er ist da. Dann ist jetzt meine Kamera ready to go und ich werde jetzt einfach mal schön Fotos machen. Da bin ich wieder. Dann lass doch mal gucken, was diese Ausgeburt der Analzyste so kann. Also gucken wir uns die Filter doch mal im Detail an. 200 und 1600 sind beide gleich kacke. Keine Dynamiken, pixelig und rauschig. Mit dem Unterschied, dass der 1600er noch rauschiger ist, aber nicht heller. Was eigentlich der Fall sein müsste. Black and White hat eigentlich keine Plastizität, so wie eigentlich Schwarz-Weiß-Fotografie sein sollte. Aber hey, es ist grainy und hat einen fancy Look. Apropos fancy, wir haben natürlich immer fancy. Sieht aus wie, oh, ich weiß, als hätte man ein Foto ausgedruckt, draufgekackt und einmal rübergeschmiert, dass so ein bisschen Scheiße noch drauf ist, aber das meiste ist schon mal weg. So schließt man eine Tür. Damit's nicht so stinkt, aber wenigstens doch so aussieht, als wenn Scheiße drauf gewesen wäre. Tatsächlich, der einzige Filter, der ein bisschen was drauf hat, ist der Yashica Blue Filter. Der sieht wenigstens annähernd gut aus, hat annähernd modernen Touch, beziehungsweise auch eine Mischung aus Retro-Modern, ein bisschen was Fancyes und ein bisschen was, womit man mit spielen kann, was auch farblich interessant aussieht, der hier. Und last but not least, Square 6x6. Hat auch ein bisschen was von beigen Kaki-Kaka-Look, aber immerhin ist er tatsächlich square, quadratisch. Wow! Nice, Yashica Y30. Bisschen zu oft, das Ding wird definitiv auseinanderfallen. Er hat ungefähr nichts mit Passion für Fotografie zu tun. Das hier hat überhaupt nichts mit Style zu tun. Das hier hat nichts mit analoger oder cooler oder fancier Fotografie zu tun. Das hier ist Scam. Das ist Scheiße. Das ist pure, bewusste Abzocke aus dem Land der nicht vorhandenen Träume. Fuck! Komm her. Die Batterien. Viel zu schade für dieses Ding hier. Ja. Wow. Wow. It's so fakey. Ah.
Oh, das ist die Linse. Alles fake. Oh, noch mehr fake. Ja. Ah. So, liebe Kinder, da habt ihr eure 300-Euro-Kamera. Bah. Was ein Schmutz. Schon mal einen Bildsensor in live gesehen? Dient nicht als Referenz für gute Bildsensoren. Lol. Alrighty. Cool, dass er das am Ende noch auseinandergenommen hat, also wortwörtlich. Gut, wenn ihr mehr Reactions sehen wollt, abonniert mich gerne den Cringe. Cringe. Und ciao.